Ich habe mich umgestellt. Ich habe meinen ganzen Betrieb umgestellt auf Glücksbringer. Ja, wenn du früher mal so einen begegnet bist zum Schornsteinfeger, hast du gesagt, per Zufall so, hast du gesagt, hast du Glück. Und diesen Zufall wollen wir jetzt weitgehend ausschalten. Ich habe einen ganz neuen Werbespruch, corrigez la fortune. Zu Deutsch, wer Französisch kann, hat schon mal Glück gehabt. Das Ding hat eingesagt, sie dahin. Oh, ich habe schon 20 Angestellte. Meistens Schauspieler, die was nebenbei verdienen wollen. Und der Kirbezirkskommandeur, der war sauer. Der hat gesagt, das wäre also schlecht und das wäre unmoralisch, dass man mit dem Aberglauben der Menschen Geschäfte macht. Ich habe gesagt, das ist immer noch besser als mit dem Glauben. Und da... Ah, schon wieder Gemälde, ja. Ja, dann kommen Sie mal rüber mit dem Schinken. Ja, am besten bringen Sie den Maler gleich mit. Was ist der? Tot? Sehen Sie, was ihm alles passieren kann, ne? Sagen Sie, haben Sie damals auch zufällig was in den Uffizien geklaut? Ob ich bitte wo was? Ich meine, ob Sie als Soldat im Louvre oder einer anderen Räucherkammer damals einen alten Schinken haben mitgehen lassen? Nein, ich habe nur ein Hitlerbild aus dem Haus der Kunst entfernt. Und was haben Sie damit gemacht? Bin damit zu einem Fleischer gegangen und habe ihn gefragt, was er mir dafür gibt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn ich sein Führerbild mit verschwinden lasse, sieht er von einer Anzeige ab. Der DJ war mein Partner. Ich kenne einen Bruder von mir. Oh, da haben Sie aber Glück. Und der hat damals ein echtes Schwein gehabt. Der war damals Amerikaner. Ich sage ja, der hat ein echtes Schwein gehabt und dafür hat er heute einen echten Renoir. Und den fährt er immer noch? Und die Schöneberger Sängerknaben. Aus dem Osten müssen wir uns ja sichern. Wie sichern? Wir müssen uns bevölkern. Was? Wir müssen mehr werden. Mehr Jawohl. Werden. Wir müssen mehr Kinder haben. Deutschland erwacht. Du musst ins Bett. Jawohl. Ab sofort müsste jede deutsche Familie 7 Kinder haben. Richtig. 7 ist noch nie allein geblieben. Also sofort nach Hause und anfangen damit. Es ist nämlich so, ja? Ja. Nein, 7 ist allein geblieben, das hast du ganz richtig gesagt, ja? Der Adolf hat nämlich auch mit 7 angefangen. Richtig, in München. Was guckst du mich dabei? Ja. So. Aufgehört hat er mit 99%. In Österreich. Ja, so. Da hat er ja heute noch 50%. 50%, mein Schliebowitz hat 52%. Und was hat die FDP? Die FDP, die hat nicht mal Schliebowitz. Na ja, eben. Und also sind Sie auch Violinist? Diesen? Diesen hier? Können Sie schweigen? Oh, besser als Geige spielen. Ich geige nicht gut. Ach nee. Nee, besser gesagt, ich kann überhaupt gar nicht Geige spielen. Was denn? Sie können gar nicht Geige spielen? Ich hab mir das Ding nur ausgeliehen. Genau wie ich? Ja. Der Herr Krümmer hat zu mir gesagt, ich sollte das Ansehen der Firma retten. Firma retten? Ja, er hat gesagt, ich stelle Sie vor die Wahl. Vor die Wahl? Habe ich gesagt, ich nehme die Wahl an. Nehme die Wahl an, genau. Man nimmt ja, was man kriegt, ne? Ja. Wir traten beide in einem Frack auf. Den hatten wir natürlich, das war im Text geliehen, als Musiker mit der Violine im Arm. Und ich hatte mir so einen Zettel dran gemacht. Entschuldigung, da ist doch Ihr Zettelchen dran da. Ach, ich bin doch nummeriert. Lassen Sie dran. Der Herr hat mir gesagt beim Verleih, er hat gesagt, ich soll ihn so zurückbringen, wie ich ihn bekommen habe. Da hat er dann natürlich nicht gelacht. Der Knabe konnte ernst bleiben, das war, ich versuche alles. Nein, er blieb todernst, was die Sache natürlich noch komischer machte. Wir beginnen mit einem ganz modernen Musikstück. Also sagen wir mal 12-Ton-Musik. Nach einem gewissen Werner von Einstein. Musik
dass ich so gut Geige spielen kann. Ich auch nicht, das muss ich meiner Frau erzählen, die hätte Freude haben. Also, wenn man so einen Fußballspieler kauft, ich höre, ja. Sie sind zu verkaufen, ja. Was kostet so einer pro Stück? Naja, 50.000 Mark müssen Sie schon ausgeben dafür. Und dann wissen Sie noch nicht mal, wie viele Kilometer der runter hat, nicht? Na, kann man sie gebraucht kaufen, ist es dann nicht billiger? Ja, man kann sie auch gebraucht kaufen, aber ich würde Ihnen das nicht raten. Nein, ich habe da von einem Spielergrossisten, habe ich neulich einen Satz gehört, der sagte, also den Halblinken kauft er nicht, weil der hat nur einen linken Fuß und einen ausgeleierten Meniskus. Also, der ist schon ziemlich gebraucht, sie müssen die sein, ja. Unsere Jungs lassen den Ball laufen. Wohin lassen sie ihn laufen? In die Beine der Kölner. Und was machen die Kölner? Sie nehmen ihn. Das ist nicht sehr sportlich, meine Herren. Wo Berlin auf die Hilfe eines jeden Einzelnen angewiesen ist. Und da steht ein Berliner Stürmer direkt vor dem Tor. Was macht der Kölner Torwart? Er nimmt ihm den Ball ohne ein Wort des Trostes weg. Wie haben wir immer euch zugerufen? Macht das Tor auf. Aber was machen die Kölner? Sie verriegeln es. So geht es nicht, meine Herren. Pfui, pfui, pfui. Es ist doch nicht zu fassen. Auch der Schiedsrichter scheint etwas gegen Berlin zu haben. Ein bedenkenloser Düsseldorfer. Der auf jede Aktion, die Berlin tut, pfeift, jawohl. Aber diese Pfeife konnte es nicht verhindern. Und da geben wir ein Zwischenergebnis. Preußen-Münster gegen Meiderich. 4-2. Ein großer Erfolg für Berlin.